Moin moin zusammen, in diesem Video erkläre ich dir anhand eines knuffeligen Beispiels, wie du bei einer Funktion dritten Grades ganz easy die Wendepunkte berechnest. Na dann, Wendepunkte. Die alten Bad Boys, wo sich das Krümmungsverhalten einfach ändert. Wie berechne ich diese? Naja, zuallererst musst du deine Funktion hernehmen, in dem Beispiel hier minus 2x hoch 3 minus 2x hoch 2 plus x und musst diese zweimal ableiten. Wir brauchen die zweite Ableitung. Also bilden wir zuallererst mal die erste Ableitung. Ableitungsregeln, alle Videos dazu, eine geile Playlist unten in der Beschreibung, falls du da noch ein bisschen üben möchtest. Naja, und da muss ich jetzt die Basic-Ableitungsregeln anwenden. Warum? Weil ich hier zwischen diesen Zahlen mit den Variablen, also mit der x, immer ein Plus oder ein Minus dazwischen habe. Das scheint nach der Differenz- oder Summenregel genannt. Also muss ich das einzeln ableiten, das einzeln ableiten und das einzeln ableiten. Wie leite ich die Basics ab? Naja, ich nehme die Potenzzahl, die kopiere ich mir und ziehe sie mir nach vorne und mache ein Mal dazu. Schau her, hier ist das Ganze hoch 3, darum 3 mal. Und dann schreibst du die minus 2x einfach doof ab. Hier, ich habe eine Klammer dazwischen gemacht, damit ich mir merke, dass es eine minus 2 ist. Und dann nimmst du deine hoch 3 einfach minus 1. Das ist immer so. Also die Potenz dann negativ 1 rechnen. Das mache ich wieder beim nächsten. Da ist die Potenz 2, also ziehe ich 2 nach vorne. 2 mal. Dann die minus 2x schreibe ich wieder doof ab. Mache halt wieder eine Klammer, weil ich so ein Typ halt bin. Mache ich eine Klammer dazwischen. Und die Potenz mache ich minus 1. Und wichtig ist, plus x abgeleitet ist 1. Warum? Weil eine 1 gedanklich vor dem x immer steht. Auch vor dem x Quadrat, falls da keine Zahl steht, ist da immer eine 1 davor. A, da steht gedanklich auch ein A davor sozusagen, kannst du dir merken. Ne? Und darum, eine Zahl mit einem x abgeleitet ist immer die Zahl. Wäre jetzt hier 7x gestanden, wäre hier die Ableitung 7 gewesen. Aber dazu nochmal ausführlich in meinem anderen Video. Das habe ich super knuffelig schnuffelig zusammengerechnet. Dann habe ich minus 6x² minus 4x plus 1. Das ist die erste Ableitung. Und den alten Bad Boy, den leite ich jetzt einfach nochmal ab. Weil ich brauche ja die zweite. Auch da hoch 2 wieder, zack, die 2 nach vorne gezogen. Plopp, hier siehst du es, die hoch 2 minus 1 und minus 4x abgeleitet ist nur noch minus 4 und die normale Zahl abgeleitet ist 0, das fällt raus. Dann rechne ich das super sauber zusammen und schon habe ich meine zweite Ableitung mit minus 12x minus 4. Und das wollte ich auch, weil jetzt kann ich mithilfe dessen die Wendepunkte berechnen. Oder in dem Beispiel gibt es halt nur einen Wendepunkt. Und zwar musst du die zweite Ableitung den alten Schlingel 0 setzen. Das heißt, ich nehme die Funktion her und setze diese einfach 0. Hau einfach ein ist gleich 0 dahinter. Und dann muss ich da eben nach x auflösen. Habe ich ein x Quadrat drin, quadratische Gleichungslösungsformel, habe ich ein ln drin, e drin, wie auch immer. Du musst jetzt wissen, wie man eben das Ganze einfach nach 0 auflöst. Habe ich auch ein geiles Video dazu. Da erkläre ich wirklich alle gleichen Systeme, wie du sie lösen kannst, anhand von verschiedensten Beispielen. Also hier lohnt sich das Ganze einfach umzustellen. Ich mache die minus 4, hole ich rüber mit plus 4, ne, Äquivalenzumformung. Steht nur noch da, minus 12x ist gleich plus 4 oder halt nur noch 4. Dann hole ich die minus 12 rüber mit geteilt durch, weil zwischen dem x und der Zahl ist ein Mal und ich muss hier, um das Ganze rüberzuholen, das Gegenteil machen von Mal. Und das Gegenteil von mal ist geteilt durch. Und darum mache ich einfach, trenne ich die Zahl von dem x, indem ich das Ganze geteilt durch mache. Und dann ist mein x, ist dann nämlich 4 geteilt durch minus 12. Und 4 geteilt durch minus 12 ist minus 1 Drittel. Oder für die, die bei Brüchen irgendwie einen Würgereiz im Hals haben, die wissen, dass sie jetzt Dezimalzahl minus 0,33 nehmen können. Das ist der x-Wert. Das ist der Wert, wo auf der x-Achse technisch dein Wendepunkt liegt. Jetzt brauche ich aber auch noch den y-Wert, weil ein Punkt, wie es schon sagt, setzt sich aus einem x und einem y zusammen. Also setze ich meinen x-Wert in meine Ausgangsform, in die ganz normale Funktion ein. Das ist immer so. Warum das so ist, erkläre ich sehr ausführlich in meinem Wendepunkt-Video, was ich dir auch unten verlinke, wo ich dir brutal ausführlich erkläre, warum das Ganze so ist. Also ballere ich das ganz normal in meine normale Funktion rein, überall wo ein x ist, setze ich eben minus 1 Drittel oder minus 0,33 ein, rechne das Ganze charmant aus und dann habe ich den y-Wert, also minus 0,48. Und schon habe ich meinen Wendepunkt bei minus 0,33 und minus 0,48. Da fehlt mein Komma, ich alte Nudel. Naja, und dadurch weiß ich, aha, hier ist der Wendepunkt, da ist er. Also du merkst, ganz simpel,
zweite Ableitung bilden, Null setzen, auflösen und den x-Wert, den du hast, in deine normale Funktion einsetzen, y-Wert, tschakka, Wendepunkt angeben. Hier habe ich noch eine kleine Übungsaufgabe für dich. Probier es doch mal selbstständig. Halt das Video an und berechne mir bitte den Wendepunkt. Tada! Da haben wir auch schon die Lösung. Die Ableitungen sind auch hier oben wunderbar. Und der Wendepunkt wäre in dem Beispiel bei 0,56 und 0,47. Gut, falls du noch ein bisschen mehr üben möchtest, geile Funktionen mit mehr Wendepunktaufgaben unten in der Beschreibung. Und ansonsten, falls ich dir mit diesem Video helfen konnte, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Ein Abo ist auch nur ein kleiner Klick und unterstützt mich wirklich riesig. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Runde. Mach's gut!